ist ungünstig. So, bin ich immer noch da? Ja, hallo, hallo, hallo. Okay, es gibt Ton, aber der ist sehr leise. Also werde ich mal versuchen, das lauter zu machen. Jupp. Okay, da ist unsere Bauruine. Autschen. Ja. Hier haben wir schon die Treppe nach oben gebaut, um ein weiteres Stockwerk quasi hier dran zu packen. Und dann wollen wir mal sehen. Okay, das sind nicht die richtigen. Warte mal, ich habe doch hier. Machen wir daraus mal die. Das sind die richtigen. So, und hieraus auch. Ah. Stimmt, da war ja noch was. Das waren ja immer noch diese komischen Monster, die man hören, aber nicht sehen kann. Die müssen ja eigentlich dann hier drin sein. Wenn ich mich nicht sehr irre. Scheint nicht so. Dafür ist hier sehr viel Terrakotta, das wir für Plavoisen benutzen können. Fuck. Naja, wir haben ja noch eins. Okay. Also, hier waren keine Monster. Das ist schon mal gut. Dann sind die vielleicht hier drunter. Also vielleicht müssen wir einfach nur tiefer graben. Weil ich höre auch wieder eine Spinne. Irgendwas ist hier. Irgendwas sollte hier sein zumindest. Warum ist hier nichts? Okay. Das ist bestimmt hier drunter. Ja, muss hier irgendwo sein. Jetzt haben wir so viel Terrakotta. Wenn das hier lauter war, als es da war, dann muss das hier irgendwo sein. Führt da ja kein Weg drumherum. Da wird es braun, also muss das hier unter der Erde sein. Oder unter dem Sand. Schauen wir mal. Scheint nicht so. Ist alles sehr merkwürdig. Okay. Na gut, da läuft einer. So, das reicht nicht, um hier weiter Haus zu bauen. Da müssten wir schon ein bisschen mehr von den Steinen haben. Aber was wir machen können, ist hier wenigstens den Eingangsbereich soweit fertig stellen. Meinst du auch nicht gedacht?
Okay, überspringen wir die Nacht und gucken, ob wir entweder Glas vielleicht kriegen. Oh, da ist noch mehr Terrakotta. Und hier haben wir. Hatten wir nicht schon Glas gemacht? Nee, aber wir haben hier Sand rumliegen. Okay, das ist ja fast genauso gut wie Glas. Für die Fenster. So, dann können wir hier nämlich erstmal den Fußboden fertigstellen. In super farbenfrohen. Das ist falsch rum. Okay. Dann muss das hier so rum sein, nicht? Auch nicht richtig. Vielleicht von hier? Auch nicht richtig. Oh! Ja, wenn man dabei ist, dann ist es einfach, aber dann im Nachhinein. Mal, das ist so. Muss ja dann so sein, ne? Auch nicht richtig. Okay. Also wenn das so nicht ist und so nicht ist, dann muss das ja so sein? Nein. Aber wenn ich hier stehe, dann muss ich doch da stehen und dann müsste das passen. Ja, siehst du, geht doch. Okay. Gut. Was für ein Logikrätsel hier. Nun brauchen wir sowas wie eine Tür. Um die herzustellen, brauchen wir erstmal eine Werkstation hier. Ein Werktisch, ein Klöterkasten, wie man als Kind vielleicht gesagt hat. Zack. Oh. Oh. Da klaut uns einer Sand. Oh, warte. Hier geht's unter die Erde. Hier kommen die Monstergeräusche her. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, leuchten wir das aus, dann sollte das ja eigentlich ein Ende haben, theoretisch. Weil Monster dort, wo es hell nicht ist, wo es hell ist, nicht spawnen können. Haben wir hier roten Sand, dann können wir das hier wieder zumachen, ist auch gut. Sieht sonst ein bisschen doof aus. Und jetzt brauchen wir Deep Slate, um das nächste Stockwerk hier anzubauen. Und vielleicht braunen Terrakotta dann für Stockwerk Nummer 2. Damit nicht alles gleich aussieht. So, hier haben wir noch Deep Slate. Sehr gut. Zack, 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 zack. Hier ist sogar Glas. Zack. Okay. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal gucken. Hier machen wir mal so eine. Machen wir hier mal so ein Viererfenster hin. Oder machen wir ein Sechserfenster hin? Dann sind wir das Glas auch gleich los. Ist gar nicht so verkehrt. Okay. Dann machen wir jetzt, wo wir die alle gesetzt haben, mal mit diesen Steinen weiter. Okay. Kommt hier oben noch eine Schicht drauf. Siehst du, und die Treppenstufen enden genau dort, so wie wir es haben wollen. Gut, dann schauen wir mal hier oben rauf.
und bauen vielleicht auch schon mal ein bisschen was Fußboden ein. Und hier oben vielleicht ein Balkon. So, gucken. Machen wir das hier mit rein. Nee, die machen wir da oben nicht rein. Stattdessen machen wir hier noch zwei Türen. Hier können wir ein Zweierfenster hinmachen. Hier können wir theoretisch auch ein Einerfenster hinmachen. Und in der Mitte, das machen wir einfach zu. So. So. Ja. Ich weiß nicht, nehmen wir die noch raus. Das sieht aus, als wäre das eine Idee. Gut. Dann hier hinten können wir, glaube ich, ganz zumachen, weil da durchs Treppenhaus brauchen wir nicht wirklich was sehen können. So, und hier hinten machen wir wieder ein Zweierfenster. Und hier auch. Ein Zweierfenster. Aha. Und in der Mitte könnte man zwar einer machen oder ein großes. Ich glaube, ich finde ein großes finde ich noch besser hier. So, und dann müssten wir oben irgendeinen Fußboden reinbauen. Jetzt haben wir unten schon den bunten festlichen. Also könnten wir oben vielleicht entweder den normalen Terrakotta oder den braunen Terrakotta, ohne ihn zu brennen, reintun vielleicht. Wie sieht das aus? Ich meine, dann hast du eine braune Decke hier. Das sieht irgendwie, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht, oder? Gefällt mir das? Nee, das ist zu dunkel. Wir brauchen irgendwas mehr Orangenes, das hier zum unteren Fußboden passt. Wie das hier. Versuchen wir das. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus, oder? Hier noch ein paar Fackeln hin machen, damit das nicht zu dunkel wird. Dann kann man hier auch hochgehen ohne weiteres. Ja, kann man. Sehr gut. Mehr von dem Orangenen und noch mehr Fenster. Ob 26 Fenster reichen, weiß ich nicht so genau. Oh, haben wir gar keinen Orangen mehr? Haben wir das alles gebrannt? Na, das ist ja auch toll. Dann müssen wir halt noch mehr fördern davon. Aber es sieht schon ein bisschen aus wie ein Haus jetzt von hier.
Haben wir hier noch mehr Orange? Hier oben auf der Ebene hier. Terrakotta 49, hoffentlich reicht das für den Fußboden. Sonst müssen wir vielleicht ein Schachbrettmuster oder sowas machen. Hier haben wir jetzt ja wenigstens Fenster und sowas ähnliches wie ein Dach über dem Kopf. Momentan sind wir relativ sicher vor den Monstern. Hier können jetzt nur Spinnen an uns rankommen und ich glaube auch nicht mehr lange, weil wir tatsächlich genug Steine haben für das Dach. Und fertig ist es. Das heißt, wir können hier noch ein paar Fackeln hinsetzen. Und dann können wir uns in aller Ruhe hier draußen die Monster angucken, die um Teufel komm raus hier rein möchten. So, sehr schön. Schlafen können wir natürlich erstmal hier, bis wir das Bett umgesetzt haben. So viel dazu, Herr Spinne. Yep. So, wie bauen wir jetzt weiter, ist die Frage. Also wir wollten ja da vorne, wollten wir einen Balkon haben. Eine Tür haben wir, die können wir dann zum Balkon machen da oben. Aber wie ziehen wir die Mauern weiter hoch? Wollen wir dazu wieder die Bricks hier? Nehmen wir einfach die Bricks. So, also hier zum Beispiel könnte man irgendwo die Tür reintun und hier kann man vielleicht sogar noch ein paar Fenster reinmachen. So. So, hier kommt die Tür hin. Und die Fenster hier vielleicht. So. Bisschen wie Lego. Wenn es im Lego komische Zombies gäbe, die einen essen wollen. Gibt wahrscheinlich irgendeine Lego-Piraten-Sache, die die Zombies dabei hat, aber das hier ist ein bisschen was anderes, weil die Zombies sind nicht Teil eines vorher von mir ausgedachten Narrativs, sondern laufen selbsttätig rum und versuchen Leute zu essen. Nicht nur mich, auch eventuelle Dörfler, die in diesem Spiel zufällig generieren. Oder falls dies ein Multiplayer-Server wäre, andere Spieler. So. So, sehr schön. Brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 davon.
Okay, also die kriegen das schon mit. Sehr schön. Und dann brauchen wir wieder hiervon welche. So. Okay. So, was brauchen wir von denen? Brauchen wir noch ein paar. So, das sollte vielleicht erstmal reichen. Das ist schon ein merkwürdiges Geräusch, dieses Geschläuche. So. Ist auch die Frage, ob hier wieder so eine Wand hinkommt, wo die ganzen Kunstwerke hängen sollen in dem Haus. Weiß nicht, was der Chef vom... Obwohl, nee, das ist Quatsch. Ich bin ja gar nicht auf einem Server. Ich bin ja in einem Singleplayer, also... Hier gibt es nur die Kunstwerke, die ich selber aufhänge. Na gut. Wollen wir nochmal in die Mine gucken, das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Oh, shit. So, alter Trick. Wenn man im Wasser ist, dann kann der explodieren, was er will. Und keine Steine gehen kaputt. Sondern allerhöchstens umstehende Tintenfische oder so. So. Dup 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 dup. So, dann schauen wir mal hier runter in die Mine. Und wir sollten vielleicht auch was essen, bevor wir da runter gehen. Haben wir was zu essen? Nichts zu essen dabei. Das muss ich alles irgendwie rausgetan haben. Aber ich habe ja noch Seetang. Nom nom. Okay. Dann schauen wir mal hier runter. Hallo? Da, geht doch. Ich bin auch der Meinung, dass hier unten direkt irgendwo Diamanten sein müssten, aber allein es gelingt mir nicht, sie zu finden. Dann graben wir einfach mal hier durch und gucken, was passiert. Finden Eisen, okay. Das ist nur langsam auch alt mit dem Eisen finden. Okay. Immer noch keine Diamanten. Immer noch keine Diamanten. Und immer noch keine
Diamanten, Diamanten. Nein, nein, nein. Okay. Dafür Lava. Und nicht mal Benny Lava. So ganz herkömmlicher Haushaltslava. Ich meine, immerhin Eisen. Das heißt, das Eisen wird uns nicht ausgehen, weil wir immer mehr finden, als wir verbrauchen. Das ist gut. Aber trotzdem. Ich würde mir wünschen, ich würde mal einen oder sagen wir mal vielleicht zwei Diamantencluster finden, damit ich dann endlich mal den Nether demonstrieren kann hier. Weil der ist auch wunderschön geworden mittlerweile. Mit eigenen Bäumen und Biomen und lustigen Schweinetypen. Ich kann das alles gar nicht zeigen, weil ich hier keinen Einweg habe. Jetzt ist schon wieder hier Lapis Lazuli. Ich meine, ist ja nett, irgendwann braucht man das, aber das ist halt jetzt noch nicht. Jetzt würde ich Diamanten brauchen, bitteschön. Und hier ist Kohle, aber keine Diamanten, obwohl Kohle eigentlich das gleiche ist. Aber ich kann mir keine Kohlepike machen, leider. Ah, dafür kann ich hier Kupfer abbauen. Kupfer, Berggold mit der Goldkante. Ja, das ist wieder Tuff, der Stein der... Ah, Diamanten! Diamanten! Yes! Yes! Yes, sehr gut. 4 Stück, das reicht mal gerade so für eine Pike. Ist das nicht großartig? So, dann würde ich sagen, ich mache mal hier den Gang noch einmal bis zum Umkehren durch. Ich habe auch nicht mehr viele Fackeln, sehe ich gerade, aber ich habe Kohle gefunden. Können wir gleich wieder 4 neue machen hier. Aber da hinten war noch mehr Kohle, also könnte ich hier gleich erstmal die Kohle abbauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir versuchen, das erste Mal in die Xenobiten-Höllendimension, die da Nether heißt, zu gehen, versuchen wollen. Das erste Mal. Bin ich sicher, ob das ein Satz war, aber wenn man nur mit Selbstbewusstsein Sätze spricht, dann wird keiner merken, dass sie grammatikalisch vielleicht nicht ganz stimmen. So, jetzt müssen wir doch zurück, weil wir keine Pike mehr haben, aber was soll's. Und dafür haben wir jetzt wieder Fackeln. Fackeln und Mistgabeln. Okay. Ja, das war doch eine fruchtvolle Minecraft-Sitzung. Oh, da ist auch noch eine Fackel. Okay. Immerhin haben wir die Diamanten, die wir brauchen, gefunden. Und dann kann das Ganze auch, wo geht's denn jetzt hier raus, verdammte Axt? War das hier? Nein. Hier hinten war das auch nicht. Und hier kann das auch nicht gewesen sein, oder? Doch, hier oben. Okay. Goody. Ja, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen fröhlichen Rest-September, denke ich, wenn nicht schon Oktober ist. Und ansonsten ein wunderbares eine wunderbare Kürbiszeit vielleicht, ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Like das Video, schreib einen Kommentar, bla bla bla, bla 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 bla. Bis dann.